Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Ride 2 mit einem Motorrad, das seinesgleichen sucht, auf einer Strecke, auf der wir die Leistung aber ausfahren können, mit der Kawasaki H2R hier in Monza. Und ich habe das Ding voll aufgetunt, was die Sache ohnehin schon schwerer macht, als sie sein dürfte. Und habe deswegen auch die Ideallinie nochmal mir dazu gepackt, denn die Bikes, die wir die letzten Male gefahren sind, sorry für den Stupser, die sind deutlich langsamer, deswegen muss ich mich an ganz andere Bremspunkte hier gewöhnen. Und die kleine Hilfe hier dürfte ordentlich helfen. Eieiei, was für Divebombs die hier immer durchziehen. Auch hier. Bin gerade eine Proberunde gefahren und auch da hat die KI schon wieder gedivebombt des Todes. Und ab dem dritten Gang erst könnt ihr normal wieder hochbeschleunigen. Ich glaube, mit vollem Tuning hat das Ding jetzt über 300 PS. Längst über 300 PS, also wir schauen gleich nochmal nach, wie viel genau. Und übrigens, damit wir auch ein paar Überholmanöver sehen, habe ich die Schwierigkeit auch wegen der kurzen Rennlänge auf schwer runtergestellt von realistisch. Ich denke, das tut der Action eigentlich ganz gut. So, jetzt selbst ein bisschen Windschatten hier mitnehmen. Ansonsten bin ich mal ein bisschen stiller und konzentriere mich mehr auf die Fahrt. Ach, komm schon! Er selbst verpasst hier die Kurve. Wenn es dafür keine Strafsekunden gibt, weiß ich auch nicht. Der Kerl hat extrem durch seinen, in Anführungszeichen, Verbremser profitiert. Das war ein schönes Überholmanöver. Oder auch nicht. Er hatte plötzlich so viel mehr Geschwindigkeit drauf. Das war knapp. Da wollte ich nochmal alles geben, hier eventuell direkt Dritter zu werden. Genau. Genau. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich muss echt sagen, vor allem auch im Zuge von Formel 1, da kommt jetzt heute lustigerweise auch direkt ein Video, im Zuge von Formel 1, wo ich mich über die KI mega echauffiere, stört mich das hier gerade auch sehr, sehr stark. Rennspiele mit komplett schwachen KIs, die auf nichts reagieren wollen und sowas abziehen, das ist echt nervig. Ich hoffe nur, dass ich hier den vierten Platz gerade nochmal retten kann oder vielleicht sogar noch den dritten holen kann, wenn da jemand in Ascari ein paar Fehler macht oder so. Komm schon. Könnte doch einer ein bisschen zu früh raus beschleunigen wollen. Okay, schade. Ich selbst habe da sehr viel Zeit liegen lassen.
Ansonsten haben die anderen gefühlt ein bisschen mehr Beschleunigungspower auf der Geraden. Wie gesagt, ich habe den Motor und so komplett hochgezüchtet, deswegen dürfte das eigentlich nicht sein. Aber gut, der vierte Platz, da gebe ich mich mal mit zufrieden. Hab selbst jetzt nicht unbedingt mein bestes Rennen in der gesamten Let's Play-Reihe abgeliefert. Aber egal, passt schon. Wir testen uns gleich nochmal auf der Nordschleife aus und dann gucken wir mal, wie wir da abschneiden. So, der hinter mir, Ryan Johnson, hat auch noch keine Strafsekunden bekommen. Auch das, ihr seht es jetzt nicht, aber von mir gibt es jetzt gerade dieses schöne Schulterzucken, dass ich ja ein bisschen ratlos bin. Naja, egal. Schauen wir mal ganz kurz. Zack, wir klicken hier drauf, dann hier. Schauen wir mal ganz kurz, wie viel PS wir haben. 337. Ist ja mal ordentlich, ne? Ja, und ansonsten, ja, wenn man sich auch die Balken anschaut, außer das Fahrverhalten, also die Kurvenlage, ist eigentlich alles wunderbar. Insofern so ziemlich das perfekte Bike, wenn man alles runterskalieren würde auf die niedrigeren Klassen. Nur habe ich das Gefühl, bei der H2R, da ist das, was ich am Anfang gesagt hatte bei Ride 2, dass Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit am wichtigsten sind, da ist das nicht mehr so wichtig. Hier ist tatsächlich schon das Fahrverhalten fast wichtiger. Und es ist jetzt kein richtiges Rennen, sondern ein Zeitrennen, was mich sehr positiv stimmt. Okay, ab wann muss ich übernehmen? Ich nehme an, erst nachdem er auf Start-Ziel abbiegt. Was mich positiv stimmt, denn ich möchte jetzt gerade nicht mehr gegen die KI fahren. Okay, wenn ich jetzt nicht viel rede, dann entschuldigt das bitte. Ich weiß, da wird man nie voll fahren, aber ihr kennt das Spiel. Ich habe das Gefühl, da raucht was hinter dem Fahrer. Oh, irgendwas scheint da oder irgendwas passiert da gerade. Was mich mega irritiert. Oh, shit. Ah, damn it. Okay, die erste Runde zählt hoffentlich dann sowieso nicht. Also, beziehungsweise, ich habe 2 Runden Zeit, um mich hier zu verbessern. Ich nehme das mal als kleine Proberunde. Also, bis auf dem Gras bist du direkt eigentlich schon weg vom Fenster. Deswegen werde ich mal hier natürlich versuchen, hier nicht aufs Gras zu kommen. Auch noch diese nervige, hubbelige Nordschleife, ey. Ich
Ja, die Zwischenzeit trotz Sturz minus 2,5 Sekunden. Zeit scheint gut zu sein. Trotz allem. Das Krasse ist halt, das Ding hat Beschleunigungswerte eines Formel 1 Autos. Auf Startziel in Monza 350 km/h. Wahrscheinlich ein bisschen anders, weil... Eieiei. Ich nehme an, ein Formel 1 Auto ist bei niedrigeren Geschwindigkeiten nochmal einen Ticken besser unterwegs, aber... Also bei 100 bis 200 km/h, aber... Das Ding hier kommt natürlich etwas später in die Gänge, aber dafür nochmal umso härter, brachialer. Aber bis 150 musste ich das Ding erstmal fangen, oder bis 200... Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ganz ruhig fahren. Ja, das Ding ist halt echt in der letzten Folge noch die olle Kawasaki hier gefahren, die ganz lahme. Und hier habe ich mir das perfekte Kontrastprogramm ausgewählt. Aber die Frage ist natürlich auch, ich habe es ja eingangs gesagt, ein Motorrad, das seinesgleichen sucht. Womit möchtest du dich auf die H2R vorbereiten, großartig? Mit der H2, gut, also... Oder mit einem anderen super, super schnellen Motorrad. Was dann nicht auf Rennserien ausgelegt ist. So, ich fahre jetzt sowieso erstmal die Safe, die Runde zu Ende. Probier einfach in der nächsten Runde nochmal einen Ticken schneller zu fahren. Ein Ticken ist gut gesagt. Ich will erstmal ein Gefühl für die Strecke bekommen mit dem Teil. Vor allem beim Anbremsen bin ich halt echt vorsichtig. So, eieiei. Okay, Döttinger Höhe. Mal schauen, was geht hier. Das Ding ist, dadurch, dass die Beschleunigung durch das ganze Tuning jetzt auch noch deutlich stärker ist, hat man hier sehr, sehr viel weniger Zeit, diese Geschwindigkeit zu erreichen. Von die magische 400 zum Beispiel. Oh! Okay, gut, das Spiel cuttet, wenn man quasi die Zeit geknackt hat. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wagen wir einfach so noch einen Run oder so wie. Komm, einen Run geben wir uns noch. So, ich mach mal fortfahren, damit ich auch sicher die Kohle bekomme und nicht, dass da irgendwie es heißt, ihr Fortschritt wurde jetzt nicht gespeichert. Nee, aber ansonsten, ihr wisst, was ich meine, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Beschleunigungskurve hast, die eher so quasi, ach Gott, ist es jetzt konkav oder konvex? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, wenn eure Beschleunigung bei hohen Geschwindigkeiten erst stark wird, dann könnt ihr höhere Geschwindigkeiten erreichen, als wenn eure Beschleunigung quasi linear ist zum Beispiel. Doch ihr wisst, was ich meine. Mit dem exponentiellen Anstieg der Beschleunigung erreicht ihr höhere Geschwindigkeiten. Weil ihr dann, weil wenn ihr linearen Dingens habt, Beschleunigungsverlauf, dann habt ihr schon einen langen Weg zurückgelegt, ehe ihr nur 300 oder so fahrt erst. Also nur. Ja,
Insofern könnte man vielleicht sogar ohne Tuning hier eine höhere Geschwindigkeit erreichen, aber 384 ist okay. Sagen wir mal okay. Das Gute hier ist einfach, dass man hier fast immer in so kurvigen Bereichen in einem Gang bleiben kann. Eieiei. Ja, das war jetzt Potato. Komm, ich mach nochmal direkt hier schneller Neustart. Du kannst in einem Gang bleiben häufig, weil natürlich die Getriebeübersetzung mega lang ist. Ja, das Teil ist ja für über 400 km/h ausgelegt, deswegen der erste geht schon bis 230 oder so. Deswegen musst du nicht viel an den Gängen rumspielen. So, ab hier einfach im zweiten bleiben. Kann man sich auf alles andere am Controller konzentrieren. Bis es dann hier wieder in den dritten geht. Ja, manchmal ist das Teil halt mega schwerfällig und dann reagiert es plötzlich mega schnell. Ah, dammit. Ich hasse diese Stelle. Die Linie zeigt einem zwar an, dass du erst nach dem Hügel bremsen sollst, aber ich weiß eigentlich haargenau, dass man damit nicht durchkommt. Egal, bis jetzt nicht gestürzt. Ja, komm. Und das Teil neigt sich halt so mega in der Luft. Komm, noch ein schneller Neustart. Ich sehe schon, ich werde es bereuen, dass ich das gemacht habe. Ich hätte einfach sagen müssen, okay, wir haben die Zeit geknappt, wir sind unter 7 Minuten geblieben. Aber nee, ja, das, gegen das gerade eben konnte man, glaube ich, auch echt nichts machen. Ich habe da versucht, so gerade wie möglich abzuspringen und plötzlich hat das Ding fast einen 90-Grad-Dreher gemacht in der Luft. Oh mein Gott, was für ein Übersteuern das Ding plötzlich hatte. Boah, wie direkt die Lenkung plötzlich war. Egal, ich probiere es gleich nochmal. Beziehungsweise, also wir fahren weiter. Von diesem Versuch ausgehend einfach mal weiterfahren jetzt. Auch wenn ich an einer ungünstigen Stelle gestürzt bin, da habe ich sehr, sehr viel Geschwindigkeit verloren. Ja, aber das Ding ist, ich bin da sehr, sehr schnell runtergerast. Aber an just diesem Bereich, das habe ich ja schon in den vergangenen Folgen mal erläutert, da bekommst du plötzlich einfach so viel Übersteuern, wenn du da ein bisschen schneller bist. Oder wenn du da einfach nur einlenkst.
Aber da ist plötzlich so viel Grip vorhanden wie an keinem anderen Ort der Strecke sonst. Könnte man meinen, ja, dann fahr doch schneller, dann lass dich einfach raustragen, wenn du ohnehin da übersteuern hast. Dadurch, aber das ist eine Logik, die da ja nicht aufgeht, weil irgendwo muss man da bremsen. Okay, eine Sekunde im Moment. Ich glaube 6,57 hatte ich gerade eben. Was sagt der zweite Versuch? Ah, damit, die Kurve habe ich auch gerade eben ein bisschen vermasselt. Ja, verdammt. Da dachte ich, das wäre die Kurve von davor. Das ist das Ding, wenn man den Streckenverlauf nicht zu 100% auswendig kennt. Damit. Jetzt gehe ich halt ein bisschen mehr Risiken ein. Dann merkt man direkt, dass man auch durch einen Fehler direkt mal ordentlich Zeit verliert. Ich behaupte jetzt einfach mal ohne Fehler und wenn man sich wirklich eingespielt hat auf der Strecke, knackt man wahrscheinlich noch die 6,5 Minuten Marke. Vielleicht sogar die 6 Minuten Marke. Also wenn ich mir anschaue, was Leute teilweise auf der Nordschleife in Gran Turismo aufgestellt haben an Zeiten, dann wäre das jetzt nicht so unrealistisch. Ich muss halt sagen, ich zeige mich gerade mega ehrfürchtig vor diesem mega mäßigen Zug des des Teils hier. Ja, ich habe eine neue Ideallinie dadurch gefunden. Ja, auch hier gerade mega plötzlich übersteuern gehabt. Ja, das muss ich nochmal näher untersuchen, woran genau das liegen könnte. Könnte sein, dass es einfach dieses Bergab-mäßige ist und dass du da Vollgas dabei gibst. Die Topspeed von eben erreichen wir, aber knacken wir nicht. Ja, weil ich hier jetzt nicht auf die Fresse geflogen bin. Grenzt an einem Wunder. Ja, aber durch einen Sturz, der an einer sehr ungünstigen Stelle war, und ein, zwei kleineren Fehlern, die etwas größer waren als in der letzten Runde, nicht mal unter der 7-Minuten-Marke gewesen. Aber trotzdem, boah, es ist trotzdem ein mega krasser Ritt einfach. 3,5 Sekunden Rückstand.
Es ist halt ein interessanter Ritt, weil du auch so eine Power bei dem Teil hast. Und ja, da wird man fast schon richtig ehrfürchtig. Und deswegen habe ich mich auch kaum getraut, da jetzt voll raus zu beschleunigen. Ansonsten haben wir hier die nächste Saison beendet. Beim nächsten Mal geht es zu einem Einladungsevent. Aha. Und da können wir vielleicht sogar hier... Moment, kann ich nicht mit dem Teil mitfahren? Up to 984 Performance Points. Aber warum darf ich hier die H2R nicht verwenden? Das ist ja gemein. Ja gut, dann packen wir uns irgendein anderes Motorrad ein. Die hier nehmen wir, die Honda NSR. Die ist gut. Die ist fast so schnell wie die Kawasaki. Nee, aber die Kawasaki ist einfach mega krass. Ja, das ist wirklich... Und für alle Leute, die, keine Ahnung, die letzte Folge verpasst haben, das Teil bin ich in der letzten Folge gefahren. Moment, das ist ja gar nicht in der Klasse, stimmt. Ja, Moment. Dachte, jetzt werden alle Bikes angezeigt, aber scheinbar nur von einem gewissen Typ. So, ich hoffe, die Kawasaki bin ich nicht schon... Habe ich die schon geskippt? Genau. Die hier sind wir in der letzten Folge unter anderem gefahren. Und unter anderem das Elektrobike, aber auch da ist die Beschleunigung nicht mal im Ansatz so krass wie bei der Kawasaki. Die ist einfach mega krass. Also nicht bei dieser Kawasaki, sondern bei der H2R. Leute, das war eine interessante Folge, es war eine coole Folge. Und es war eine, wo ich ein bisschen aufs Maul gekriegt habe vom Motorrad. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und hat viel, viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Ich würde mich sehr freuen und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein!